So, und jetzt spielen wir schon wieder Revo und der FBI-Gamer ist wieder dabei. Hallo. Hallo? Hi. Okay. Wir spielen als Team Revo auf dem Revenside-Server. Ja, auf dem Revo-Server. Und wir haben schon jede Menge Fates gemacht. Um genau zu sein, schon 40 Minuten. Ja? Ja. Und ich meine, die Fates sind halt, bis auf der eine jetzt, das waren alles so Fates, die halt entweder so richtig schnell waren oder welche, die halt ziemlich lange gedauert haben und dann richtig scheiße wurden. Wir rennen nach hinten. Rennen wir nach. Rennen. Nice. Da sind Bäume, nice. Ein Bauernhof. Ich snack mal gleich den ersten Baum. Du gehst noch ein Stückchen höher und snackst dann den zweiten Baum und machst eine Spitzhacke, ne? Ja, ich snack mir dann den zweiten Baum. Nice, nice. Hinter uns sind erstmal keine Leute. Bis die sich ein Holzschwert gecraftet haben, haben wir schon Steinschwerter. Shit. Was? Ja, ich habe gerade gemerkt, dass man das sieht. Du kennst doch diese Skype-Nachrichten. Also, wenn jemand online kommt, dann steht das ja da unten rechts, ne? Ich habe gerade gemerkt, dass man das bei der Aufnahme sieht. So, hier, die Werkbank steht direkt neben dir. Ich habe schon ein Holzschwert. Kann die Gegner weit und breit, das ist gut. Ich nehme mir Stein. Ja, wie immer. Das muss nämlich sein. Das war voll der krasse Reim. Und ich sehe einen krass. Schleim. Nein, ich sehe gar keinen Schleim. Ich trage dann mal die Werkbank hinter dir her, ne? Jo. So, steht am Eingang. Ich habe mich mal auf dem Baum positioniert. Oh Gott, und die 40 Minuten kann ich mir gleich alle nochmal angucken, um zu sehen, was lustig war. Ja. Was ich davon vor das Intro schneide, was nicht. Ach, das wird Arbeit. Was du löschen kannst und was du als Outtake ganz hinten machst. Ja. Das wird stressig. Und mir fehlt übrigens ein Stein. Mir fehlt ein Stein. Oh. Und Brett Pitt. Ja, witzig. Okay, in diese Richtung sind anscheinend gar keine Gegner irgendwie gelaufen, weil hier passiert gar nichts. Okay, verstehe. Oder sie sind einfach nur so weit gelaufen. Ja, ich gehe noch ein bisschen höher am Berg. Jo. Oh, guck mal, hier hält ein Schwein Ausschau. Oh, wie süß. Das oh, es lebt noch. Scheiße. Also das hier? Nein, ich meine andere. Das hat nicht so geklappt. Aber komm, gib mir schnell Stuff, gib mir Stuff. Stuff. Hast du die Werkbank? Meine Werkbank. Stuff. Stuff. Stratovic. Nice. Komm, wir gehen hier weiter. Versuch nicht so viel Fallschaden zu kriegen. Okay. Wie viele Herzen hast du noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich habe alle. Da ist eine Schlucht. Nicht reinfallen. Schlucht. Das sieht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Warte. Wir bauen hier einen Abfluss aus dem Wasser. Kuckuck. Lol, ich schwebe einfach in der Luft. Ich stehe gar nicht mehr in einem... Komm mal her. Ich habe hier Wasser eingelassen. Hast du was? Ja, warte, guck mal, ich habe den See aufgegraben und jetzt haben wir hier ein Wassereinlass. Ui. Hier ist sofort Eisen in der Wand, das habe ich mir schon jetzt geholt. Ich hole mir direkt genug Stein für den Ofen. Ich hole mal Kohle. Nice. Noch einen. Warum spiele ich eigentlich immer mit dem Default Texture Pack? Ich verstehe es nicht.
Weiß nicht, ich hoffe, das hat man jetzt in der Aufnahme gerade nicht gesehen. Was? Mein Bildschirm wollte sich gerade runterfahren. Ach so. BZW, ich benutze ja gerade einen Fernseher als Bildschirm und der will sich nach einer gewissen Zeit, wenn ich nicht an der Fernbedienung irgendwas gemacht habe, immer ausschalten. Ja, das kenne ich. Ja, das ist irgendwie so eine EU-Standardverordnung. Was mir nicht so gut in der Schlucht gefällt, wir sind halt relativ offen, ja, man kann von oben in die Schlucht reingucken. Ja. Aber da bei uns, weil wir gerade ewig lang gecraftet haben und so, und, also du und... Ja, mach's ja. Doch besser. Nein, das meinte ich ja gar nicht, aber ich meine, so, okay. Dadurch, dass wir gerade so lange da standen und immer noch keiner hinter uns war, denke ich auch, dass jetzt immer noch keiner irgendwie hinter uns ist. Denke ich auch nicht. Ich komme gleich ganz runter in die Schlucht. Hier sind böse Viecher. Ach, du bist doch gar nicht in der Schlucht. Wo bist du denn? Ja, ich bin noch im Seitentrakt der Schlucht. Ich kämpfe in der Schlucht gerade schon gegen hässliche Viecher. Gegen böse Skelette. Gegner. Wirklich? Sneak. Ich komme. Ja. Ehrlich? Ja. Echter Gegner oder einfach ein Viech? Ach, also das bist du. Ach, du Penner. Junge, da war dein Nametag vor. Sollte ich wissen, wo du bist, in welchem Seiten? Stell mal Werkbank auf. Ums. Hab ich. Nice, hier ist nicht, ne? Da im Seitengang, warte, wir gehen in den Seitengang rein. Komm, das ist hier zu gefährlich, das ist total offen. Ich baue noch die Kohle ab. Egal, lass die Kohle. Nee, die sieht so schön aus. Aber ein Sneak wenigstens, wir sind so offen in der Schlucht, weißt du? Das hast du jetzt schon eine Milliarde Mal gesagt. So, wohin? Warte, ich baue noch ganz schnell den Block ab. So, komm, hier etwas ein Stück hoch, hier rein. Oh, sorry. Dankeschön. Spack. Oh, ich bin noch schneller, du Noob. Alter, was ist das für ein Scheiß hier? So, ich habe schon Eisen reingetan. Und Kohle. Komm. Oh Junge, bist du unfähig oder so? Du musst ein Stück nach links. Was ist das hier? Ich hab's geschafft. Endlich. 10 Jahre später. Also. So, hier geht's nämlich. Achtung, hier ist ein kleiner Abgrund. Klein ist gut, ne? Abgrund! Oh. Abgrund. So, tu mal den Eisen in den Ofen rein. Den Eisen in den Ofen, alles klar. Oh. Hier sind Viecher. Richtig viele Viecher. Alles klar. Dann beseitige sie doch mal. Naja, hab noch 7,5 Herzen. Reicht schon. Waren nur zwei Skelette und ein Zombie. Ach, dann geht's ja. Ja, meine ich auch. Hab ein bisschen übertrieben, weil ich dachte, dahinter wären noch mehr. Ja, dachte ich ja auch. Ja, hättest du sogar gehofft, nur damit ich erstmal wieder schön verrecke. Oh. So ist es. Junge, das geht hier richtig tief runter. Ach, das ist dein Nametag, okay. Ich hab mich ganz kurz erschrocken. Ja, das ist natürlich Pech. Mach mal einen zweiten Ofen und teile das Eisen auf. Einen zweiten Ofen? Ja, und einen vierten. Ach so, sorry. Ich wusste ja nicht, dass du schon... Wenn ich erst da das Licht, das ist wahrscheinlich Lava. Bezweifle, dass hier schon mal ein Spieler war. Oder ist. Jo, hier ist Lava. Der ist mir aber so gefährlich jetzt gerade. Kannst du nur das Eisen mitbringen, bitte? Danke, das wäre sehr nett. Ja, Moment. Bist du das da? Ey, sag mal, bist du das da? Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Oh, scheiße. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nämlich auch nicht, wo du bist. Wow, Zombie. Was? Ich habe eine Karotte vom Zombie bekommen.
Ich sneak nicht. Siehst du mich? Ich bin unter dir. Du bist unter mir? Echt? Ach da. Also nicht direkt, aber... Ja, du bist fast beim Wasser. Bisschen schräg unterm Wasser, würde ich mal so sagen. Achte drauf, dass keine Gegner kommen. Wir sind gar nicht so weit weg von der Border. Ist okay, wenn ich einen Fackeln platziere? Platziere ruhig. Ich müsste jetzt gerade wieder näher kommen. Nice, ja, ich sehe dich. Nice. Junge. Ey. Wir pflanzen eh keine Karotten an, also beschwert euch nicht. Weil ich hab die jetzt gerade gegessen. kümmerst du dich um das Eisenaufteilmanagement? Ja. Ich hätte schon 17. ein Schwert für dich. Jetzt gib mir Eisenschwert. Die Border schrumpft nun, heißt, wir haben nun ein Problem. Reicht das Eisen für Full Iron? Oder kommen wir wenigstens ansatzweise an Full Iron dran? I don't know. Müssen wir mal gucken. Weil hier unten sind mir so viele Mobs, da will ich nicht hin. Mobs. Hast du noch Essen? Nein, ich hatte noch gar kein Essen in dieser Runde jetzt hier. Das ist aber scheiße. Ich kann mir schon gleich mal einen Brustpanzer machen. Oh, jetzt habe ich das Eisen rausgeworfen. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Dann warte, ich gehe ganz kurz wieder hier in den anderen Gang rein. Ja, dann war ich im Brustpanzer erstmal noch. Hier haben wir schon ein bisschen da. Ja, lass du ruhig Zeit. Ach, da war die Lava-Gruppe. Ja, das ist eine andere Richtung. Zeit. Ja, die Kohle kann ich wieder rausnehmen. Wir müssen die Höhle leider nur gleich verlassen. Warum? Ich will die aber nicht Weil verlassen. Die Border nämlich nah dran ist. Ja, 38 Blöcke ziemlich nah. Ah, alles klar. Ja, also es geht auch weiter weg, ne? Ja, es geht aber auch näher dran. Würde ich ja, jetzt okay. Machen. Okay, du hast jetzt Hosebrustpanzer und ich habe jetzt Hosebrustpanzer. Und wir haben kein Eisen mehr? Nein. Ehrlich nicht? Gar keins? Nein. Oh, Hilfe! Nein! Gegner? Nein! Ah, ich habe ihn. Alles in Ordnung. Ehrlich? Wie viel hatte der gutes Equip? Geht, also... Sneak. Vielleicht kommt da noch ein zweiter hinterher. Ich komme nach oben, mir wird das so heikel. Hatte der Essen? Ja, zum Glück. Nice, weil ich bin gerade low und ich kann nicht recken. Aber ich hätte zumindest auch noch ein bisschen, aber... Bin jetzt voll equipped, hab von dem Lederschuhe und Eisenhelm bekommen. Nice. Bist du das, der da hoch, der sich da hoch steckt? Ja, ich bin das. Ah, okay, hi. Peace. Oh, hier unten liegen noch Sachen von ihm. Ach so, ja. Pass auf, weil der ist von unten gekommen. Endlich, der ist von unten gekommen? Warte, aus welchem Team war der? Ey, Junge, hier ist direkt in der Wand noch Eisen. Guck mal. Oh. Ja, auf jeden Fall hier. Und hier eine Eisenspitzhacke hatte der noch. Hier ein bisschen was zu essen. Warte, ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Da. Ja, ein paar Kartoffeln durch noch in den Ofen. Ja, genau, brat den ganzen Scheiß jetzt mal. Ich gebe dir noch was du braten kannst. Hier, ich habe noch was zu essen für dich. Da ist eine Kartoffel. Nice. Die ist aber vergiftet. Nein. Ehrlich nicht? Nee, ist sie nicht. Okay, esse ich die gleich. Ja. Okay, ich bin nicht blöd. Behalten Eisen übrig. Ich kann Flinten Steel machen. Warte, ich muss mal ganz kurz ein Loch machen zum... Oh, scheiße, guck mal, da ist die Border. Sie besucht uns. Das ist aber nett. Wie viel Eisen hast du? Ich habe dir noch Eisen gegeben, ne? Du hast das noch nicht in den Öfen. Ja, Mann, ich muss hier gerade crappen. Ich habe so viel Scheiße. Border kommt mir aber so nah, Junge. Wir müssen den Bratplatz schnell verlegen. Das da oben kann auch durchbraten, die Dingens. Die Schwein kann auch durchbraten. Dann müssen wir aber raus. Ich nehme jetzt alles mit hier. Scheiße, wir müssen uns hochgraben. Der Wasserfall ist abgeschlossen. Komm hinter mir durch. Keine Blöcke. Egal, ich grab eine Treppe.
Das weiß ich scheiße. Ich kann die Blöcke nicht abbauen. Lass das Eisen liegen. Bist du hinter mir? Nee, ich baue mich gerade selber hoch. Ich sehe nichts. Das ist ein scheiß Teil. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nothing. Scheiße, hier ist Kies. Ich place meine Fackel ganz kurz. Ich baue jetzt erstmal. Wir haben gewonnen, ja! GG. Nice, wir haben einfach gewonnen. Oh, Alter, die Border war direkt in mir. Bei mir war Kies. Ich konnte nicht hochgraben. Junge. Was war das für eine Runde? Aber ich habe noch keinen Schaden gekriegt zum Glück. GG, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ich habe zwar keinen Kill gemacht oder so, aber es war auf jeden Fall noch dann spannend. Ich kürze ja, es war spannend. Es war jetzt nicht so, wie man Revo kennt, das war was anderes. Aber es war am Ende noch spannend mit der Border, weil wir haben das ein bisschen unterschätzt, wie schnell die am Ende wird. Vor allem, ich habe gar nicht dran gedacht, dass unser Wasserfahrstuhl hier abgeschnürt wird. Ja, Junge, das war irgendwie richtig dämlich. Aber ich würde sagen, das war's dann von dieser Aufnahme. Wir sehen uns dann hoffentlich, ja, also hören uns irgendwann anders wieder. Bis dann. Ciao. Eine Stunde. Ciao. Tschüss.